Entering Rocinante. Yeah. So, 216 Gegner, 4 Secrets. Aha. Das ist doch jetzt eine ganz willkommene kleine Abwechslung. Ein bisschen ein Themenwechsel. Wir haben Anzüge. Die werde ich mir auf jeden Fall mal behalten. Sehr schön. So, dann gucken wir uns hier mal die Nebenräume an. Sehr, sehr viele Zombies, aber ich glaube, wir hatten jetzt, glaube ich, in den letzten beiden Maps gar keine, oder? Wenn ich es richtig weiß. Ich glaube, da waren gar keine Zombies. Das heißt, jetzt haben wir endlich mal wieder ein paar. Entweder ganz oder gar nicht. Jetzt haben wir tatsächlich auch gar nicht wenige davon, aber trotzdem. Schauen wir einfach mal. Das hier bleibt erstmal zu anscheinend. Ich frage mich, warum da bei der einen Stelle die Anzüge waren. So. So viele Schrotflinten, Leute. Boah, so viele Raketen auch. So. Ist eigentlich ein perfektes Chain Gun Level und dann liegen hier so viele Schrotflinten rum, dass es sich falsch anfühlen würde, mit was anderem reinzuballern. Aber gut, die Schrotflinte, die normale, ist auch sehr gut gegen Zombie-Horden. Zwar keine Chain Gun, aber auch alles andere als unbedingt schlecht geeignet. So. Wir machen es uns schön einfach. Gehen in Deckung, wenn es sein muss. Ja, ja, ja. Mein größter, oder ich sag mal, was mich immer sehr, naja, ein bisschen nervt. Es ist auch eigentlich nur einmal vorgekommen. Und zwar, gibt es ja durchaus Individuen, die behaupten, der Doomguy, warum komme ich hier nicht mehr raus? Kann ich irgendwas anschießen? Nee. Bin ich jetzt gefangen? Hat irgendwas nicht richtig getriggert? Ich cheate mich raus, wenn es hier verbuggt ist, also ganz ehrlich. Ja, tatsächlich, ich glaube, ja, gut. Definitiv ein Oversight der Map. Was sollen wir machen? Aber ja, es gibt Individuen, die behaupten, der Doomguy wäre irgendwie so ein hirntoter Charakter, der nichts weiter kann als reinstürmen. Und halt einfach krasser sein als alles andere, der null taktisches Verständnis hat, der halt einfach ne strunzhohl ist. Und es ist halt einfach kanonisch falsch. So, ja, nur weil es halt eine Spielweise ist, die sehr viel Spaß macht. Und weil es diesen Doom-Comic gibt, der dann halt irgendwann von id Software mehr oder weniger aus Joke einfach Kanon erklärt wurde. Einfach nur, weil es denen halt scheißegal war, seien wir ehrlich. Denken das jetzt sehr viele Leute. Aber so kanonisch war der Doomguy einer der krassesten Marines, die es halt, einer der bestausgebildeten Marines, die es halt gab. Der wird schon irgendwie ein bisschen auch Verständnis haben von Taktik und so weiter. Und es gibt genügend Maps, wo taktisches Vorgehen deutlich, deutlich besser ist, als einfach nur reinrennen und schnell sein und, ne, was ja gerne als Hirntod in Anführungszeichen oder als stumpf und dumm bezeichnet wird, was aber überhaupt nicht stimmt. Da muss ich echt mal ein bisschen ranten. Ich gehe sogar so weit und sag, dass Doom in vielerlei Hinsicht sehr viel taktischer ist als Spiele, die sich taktisch schimpfen, sozusagen. Es ist natürlich sehr map-abhängig. Es gibt natürlich Maps, die sind sehr stumpf und dumm. Kann man nicht anders sagen. Aber ich sag, in den heftigsten Momenten und je schwieriger vor allem eine Map ist und je besser durchdacht eine Map ist, muss man in Doom ein so gutes Taktikverständnis haben,
sich so gut damit auskennen, sich so schnell einen Plan überlegen und den Raum in der Geschwindigkeit lesen, so was halt einfach, was einfach in anderen Spielen oder in, ja, sag ich mal, in langsameren Spielen gar nicht funktioniert in der Geschwindigkeit. Da hat man so ein unglaubliches Skill-Ceiling, was mit Spielerfahrung immer weiter nach oben getrieben werden kann. Keine Ahnung, so wie man das ausdrücken soll, aber so ein klassisches Beispiel wäre, man kommt in einen Raum, eine Falle wird ausgelöst, sag ich mal, und man muss blitzschnell entscheiden, wohin bewege ich mich, welches Ziel priorisiere ich, um am Leben zu bleiben. Und das ist, kann so, das ist teilweise wirklich innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde muss man eine taktische Entscheidung getroffen haben. Weshalb ich definitiv ein Gegner der Aussage bin, dass das Spiel ja nur hohles Geballer ist. So, ja, es gibt genügend Maps, die sind vielleicht tatsächlich nur hohles Geballer und bisschen Luft rauslassen, ne? Ist fair, gibt es. Aber es gibt mindestens genauso viele, wo man halt einfach ultraschnell sehr wichtige taktische Entscheidungen treffen muss, die über Sieg und Niederlage halt entscheiden innerhalb von einer Sekunde. Teilweise weniger als eine Sekunde. So, ja, die Map hier zum Beispiel würde ich jetzt eher in die Kategorie stumpf einordnen, weil hier ist es tatsächlich sehr einfach. Hier muss ich einfach nur mit der doppelläufigen reinrotzen. Deswegen ist es die falscheste Map, um den Rant mal anzusprechen, wie auch immer ich darauf gekommen bin. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. So, komm. Der Mankobus muss auf jeden Fall sterben. Ich guck mal, dass ich hier, bin ich sicher ein bisschen... Oh Gott, nein, bin ich nicht. Bin ich definitiv nicht. Guck mal, wie viele Fehler ich jetzt hier gerade gemacht habe. Wie viele Fehler, die mich jetzt so viel HP gekostet haben. Die auch mein Tod noch sein können. Ich bin ja noch nicht aus dem Schneider. Ich habe die Imps nicht gesehen. So, danke. Frech. Das Ding ist, als ich das hier schon gesehen habe, dachte ich mir nur so, da könnte eigentlich ein Monster theoretisch drin sein. Und dann war da auch einfach ein Imp. Ich habe nur irgendwie gehofft, dass da keiner drin ist. Aber ich habe eigentlich sogar damit gerechnet und wurde trotzdem überrascht. Das ist auch so ein spezielles Talent anscheinend. So. Der hier ist jetzt... Ach komm, wisst ihr was? Wenn der schon so schön abgelenkt ist und ich eine BFG habe, warum denn nicht? Ganz ehrlich, ich hätte es auch mit der Doppelläufigen machen können. Es ist an so einer Stelle nicht schwer. Man hätte hier tatsächlich nur zack, zack, zack machen müssen und das over and over again. Da muss man an der Stelle halt auch wirklich sagen, dass das hier eine eher stumpfe Map ist, die es jetzt... die halt wirklich das schlechteste Beispiel für den Rant von eben ist. Sie ist wirklich das schlechteste Beispiel. So. Okay, das hier zum Beispiel wiederum aber könnte interessanter sein. Aber ja. Das ist jetzt natürlich auch nicht allzu schwer, denn again, durch diese Monster-Parade hier erstmal durchkommen. Und direkt zu wissen, wo der sichere Hafen ist, sozusagen. Naja. Ist auch nicht komplett ohne Aufwand, sage ich mal. Weil man musste sich das Layout der Map so gut merken, dass man halt eben weiß, wo man hin kann und wo nicht. Jetzt habe ich viele Raketen rausgeballert, aber das passt schon. Schnappen uns hier einfach wieder ein paar.
Wir machen jetzt wieder ein bisschen Schrotflinten-Action. Schauen wir mal, was das hier macht. Irgendwas hat es geöffnet, aber ich weiß nicht wo. Ich habe nur was gehört. Irgendwo vielleicht hinter dem Teleporter. Das hier geht auch nicht auf. Da haben wir auch noch eine Route. Frech. Und ich glücklicherweise die richtige Waffe schon draußen. Oder eine der richtigen Waffen. Mit der Chain Gun wäre es obviously auch gut gegangen. Hier werde ich auf jeden Fall die normale Schrotflinte nehmen. Einfach nur, weil, ganz ehrlich, man macht es mir hier auch nicht allzu schwer. Oh wow, dass er zwei Schüsse aushält. Ist natürlich auch... Theoretisch könnte ich eigentlich auch mal wieder die Chain Gun benutzen. So viel Muni, wie wir dafür jetzt haben. Sind die ganzen Gegner? Ich höre euch, aber... Ich frage mich, wo ihr seid. Ist da noch einer? Von... Ah. Muss ich jetzt hier durch die Base rennen und alles absuchen nach den letzten Kills, oder was? Will man mir das antun? Eine Rüstung. Ich höre doch noch Gegner. Also gerade eben waren da noch Gegner. Übrigens, keine Ahnung. Lol, woher? Wo kommst du her? Ah, lol. Okay. Habe ich kein Problem mit. Finde ich nett. So. Hier waren, glaube ich, auch noch... Nee, Quatsch. Hier wollten wir rein. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier. No problem. Zack. Hier machen wir es auch einfach. Okay. Hier haben wir das Exit. Mir fehlen zwei Kills, zwei Secrets und noch einige Kills. Dann würde ich die doch einfach mal schnell suchen gehen. Okidoki, wir befinden uns nochmal in dem Kistenraum. Und zwar gehen wir mal hier rüber und hier hin. Und zack, hier haben wir noch einen schönen Raum. Sehr viele Raketen auf jeden Fall, die... sind nützlich, habe ich alle mitgenommen, yes. Sehr schön. Kommt man dann auch immer heraus. Und zack. Perfekt. Und jetzt wollen wir noch einmal nach oben. Theoretisch könnte ich mir die Box da auch mitnehmen noch. Dann habe ich auch wieder volle Schrotflintenmuni. Auf jeden Fall garantiert. Ja, gut. Den Sprung schafft man offensichtlich nicht. Ich wollte es aber probieren. So. Und hier haben wir eine Textur, die ein wenig anders aussieht, die etwas heraussticht. Und da kriegen wir dann auch nochmal eine Soul Sphere, die wir jetzt gerade natürlich nicht brauchen. Ich habe nicht gewusst, dass das zugeht. Offen und ehrlich. Jetzt würde ich einfach nur mal schätzen, dass man hier hingehen muss, damit man das wieder öffnet. Wahrscheinlich. Nein. Oh, okay. Ich bin gefangen. Das... Ah. Ach, das hatte der Schalter gemacht. Das wusste ich halt echt noch nicht. Das ist mir halt echt nicht aufgefallen, dass wir eingesperrt waren. Naja. Man hat jetzt auch keinen großen Unterschied gemacht. Aber ja, aufgefallen ist es mir nicht. Und zack. Ja. Was ist meine Meinung zu der Map? War okay. Ich würde sagen, war okay. War jetzt irgendwie wieder sehr viel Zombie-Spam. Ich weiß nicht warum. Aber naja. Insgesamt war es okay. Absolut nichts Besonderes. Kann man machen, muss man nicht unbedingt. I don't know. Ich weiß halt wirklich nicht, was ich groß zu dieser Map sagen soll. Weil es halt wirklich viel Zombies waren und dabei sind wir jetzt
Wir nähern uns dem Ende des Map-Packs und auf einmal kämpfen wir wieder nur gegen Zombies größtenteils. Gut, da war jetzt ein Mastermind drin, aber der war halt auch so platziert. Selbst wenn ich ihn nicht mit der BFG gekillt hätte, das wäre halt wirklich so eine Situation, wo man so einfach mit der Doppelläufigen sich immer wieder hinter die Wand stellen hätte können. Schießen, zurück hinter die Wand, nachladen, schießen, zurück hinter die Wand, nachladen, schießen. Naja. Es ist halt wirklich, also an Encounters muss wirklich gefeilt werden. An der Stelle, also gut, das Map-Pack ist jetzt fast 20 Jahre alt. Ich glaube, das, keine Ahnung, falls der überhaupt noch mappt, hat der vielleicht daraus gelernt, vielleicht nicht. Ist jetzt, glaube ich, eh schon zu spät, aber naja, ist halt wie es ist. Aber gut, schauen wir mal, was noch kommt. Ich würde sagen, man sieht sich bei der nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.